Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von White Dead Redemption. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in Mexiko. Neue Aufgaben. Neue Quests. Yay. Das wird interessant. Ich freue mich. Auch wenn man das gerade nicht so raushört. Nein, ey, ernsthaft jetzt. Mal ein bisschen was Neues. Neue Leute und so. Ich finde die Musik im Hintergrund also immer so genial. Also allein schon deshalb feiere ich das Spiel so. Allein schon wegen der Musik. Weniger wegen dem Pferd. Wegen der Pferdesteuerung. Wegen der Pferdesteuerung. Wegen der Pferdesteuerung. Das ist ein bisschen crapped. Aber naja. Ja, wie gesagt, nicht wundern, die Folgen sind aktuell ein bisschen länger. Also ich werde die, habe die so auf zwischen 30 und 40 Minuten hochgepackt, einfach aus dem Grund, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Und ich würde es gern fertig haben, bevor Teil 2 rauskommt. Irgendwie bin ich immer nur nachts unterwegs, habe ich das Gefühl. Ah, sie. Leckt ein bisschen schon wieder. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Wie weit ist denn das noch, ey? Das Reiten ist ja fast da. Das geht mir auf den Sack, ey. Chuparosa, die Trakete des Revolverhelden. Hey, Gringo, ¿hablas español? No, sir. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. ¿Habla inglés? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Sí. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Oh. Hablo little piece of shit. Shit. ¿Comprende, amigo? ¿Comprende? Hey, what are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us? Viel? Einiges. Nothing, amigo. Now, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to
Nachmittags, mitten in der Nacht. If you'll excuse me. Hold it, Gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. Very big. I too have a family, friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Das hättest du mal lieber nicht sein sollen. See him from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. Lass das lieber, Jungs. Oh, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You kill peasants, you become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. Not many things. Most of them bad. But a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me. Oh, but I do worry. An angry man a long way from home? A man who handles a gun as sloppy as you? I can handle a gun okay, partner. Yeah, as long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? Can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American, huh? Wonderful. Just wonderful. Einen neuen Freund gefunden. Yay. Well, you won't make it in the circus, but you can shoot. Keep on practicing. Thank you, old man. Now, who are you? John Marston. No one interesting. Who are you? Landon Ricketts. Not a name that means much anymore. Means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with a... With Americans on the run, mercenaries, locals hell-bent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Just like the last two or three. Local government? Foul bunch. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Well, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise, it makes the gun jump. See if this Schofield makes a difference. Now, that's a real... Dios mío! ¿Quién es el borracho aquí? Tú o yo. All right, let's go. Carlos. Concentrate on all three bottles at the same time. Malísimo. Disparas como una niña. Let's try one more time. Remember what I told you. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Stay with it. You can do this. Make sure you have every bottle.
Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich mache irgendwas falsch. The same time? Warte mal, umsteigen. Ah. Geht da mal ein Stück rüber. Ah, das wollte mir. Remember what I told you. Das wollte er. Das wollte er von mir. Ich muss vielleicht einfach mal zuhören, was er sagt. The birds around here are always raising hell, scavenging and scaring the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chuparosa. Here will do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Ich komme nicht ins. Also. Falsche Taste gedrückt. Falsche Taste gedrückt. Ja, ich würde die gerne noch looten hier, die Jungs. Weiß ja nie, ob man es irgendwann mal braucht. Und jetzt laufe ich ja die ganze Zeit hinterher, oder was? Ist auch nicht jetzt gerade so erfüllend. Senor Ricketts, por favor, senor. Our back wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, senor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend, are you ready to take a less theoretical exam? Sure. I don't think I ever rode with no savior before. Come on, these people need me. Come on. Los geht's. Die Retter sind unterwegs. It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? I'd show them what a big mistake they'd made. Da. Look over there. They're in trouble, all right? Come on. Ah, mein Geist, halte Abstand, verwende Dead Arm, die kippt nachher umkehr. Gescheitert, du hast den Kutscher umgelegt. Also geil. Wie soll ich den Abstand? Ist okay. Let's haul out. Time we put you to work on some bigger prey. Let's go. Kommst du heute noch, alter Mann? Oh. Ernsthaft, jetzt kann ich ja nicht dafür, wenn er so langsam ist. Mann. Come on, these people need me. Come on. Are you all right? Just a bit of pain in the knees. Damned horse. It's a terrible thing, you know, getting old. One day you catch a glimpse of yourself and you ain't the same person no more. Your looks have gone, your back hurts, and your pecker isn't working like it's supposed to. See, the problem with old age is, just when you start to understand life, you're too long in the tooth to enjoy it. Da sind sie. Follow me. Ich werde erstmal den links, beziehungsweise rechts die beiden ausschalten.
War's das, ja? Keine Ahnung, was du sagst, aber gern geschehen. Nein, nein, nein. Oh, ey, das kann doch nicht sein. Wieso reiten die denn schon los? Jetzt geht. Okay, das heißt, die greifen uns nochmal an. Ich finde immer noch die Musik so genial, ey. Sorry Leute, aber mega. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Genau. Wer ist er denn? El Capitano. Achso, wir müssen wieder. Any problems? Call me. Okay. Die Markierung da weg, ne? Die fuckt mich ein bisschen ab. Ah, okay. Wenn ich sie lebend fange, gibt es mehr Geld. Es leckt wieder so ein bisschen. Show me where he is. More trouble there, friend. Ich darf nämlich nicht loslassen, das Lasso. Yay! Geht da drüben ab. Alter. Da ab in dem Ort. Lebt er noch? Jetzt lebt er nicht mehr. Alter, was geht denn hier ab? Klingt aber jetzt nicht nach einvernehmlichen Sex. Hey!
für Recht und Ordnung hier im Ort gesorgt. Ich bin so der Mega-Held, ey. $100 bekommen. Ja. Und das Bandito-Outfit hat sich aktualisiert. Outfits. Gentleman, eiskalter feiner Anzug. Walton-Bande. Waller-Zwillinge, Schatzsucher, Bandito. Okay. Gut, wo geht's denn weiter hier? Geht's doch gleich hier weiter, gell? Ist doch gleich hier. Ja, da. Mal gucken, was er. Mal schauen, was der Gute wieder. Kommt zwischen 7 am und 10 pm wieder. Okay, dann legen wir uns mal ein Stündchen hin. Ja, komm, wir kaufen das für $200. Ist sogar schöner als das, was wir in Amerika drüben haben, muss ich sagen. Würde mich gern hinlegen. So, Outfit wechseln. Haben wir denn irgendwas? Nee. So. Dann schlafen wir mal ein Stündchen. Sieht so aus, als ob wir jetzt die richtige Zeit haben, hoffentlich. Wir haben immer noch nicht die richtige Zeit. Ey, wie spät ist denn das? 5:07. Ich glaub's nicht. Oh, komm. Etwas trinken ist immer gut. Etwas trinken ist immer gut. Leute, trinkt immer genug. Amigo! Ja, Walle. $2 für einen Schnaps, ey. Das ist ja. Das sind ja Preise hier. Ich dachte, Mexiko wäre billig. Was ist das, guter Schnaps? Ey. Ja. So, es ist jetzt. Guck mal, jetzt ist es nach 7. Jetzt muss der ja da sein. Siehst du, da ist er. Da ist er. Nee, 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 nee. London Ricket reitet weiter. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, Estabacón, Grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry.
When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Da hat er recht. Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Da hat er recht, der gute Ricketts. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Hunger. You can take the train with me or ride yourself. Makes no odds to me. Fahre mit Ricketts im Zug. Ach, wir fahren im Zug. Warum nicht? Zugfahrt. Kann auch lustig sein. Is that so? There's some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Muss man denn hin? Da müssen wir hin. Ne, da machen wir. Wir fahren mit dem Zug. Ich hab jetzt keinen Bock, so ewig zu reiten. Tut schon so ein bisschen der Hintern weh, also im Spiel. Kommt voll falsch rüber. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrigata and ride from there. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Ja, so ein bisschen schlafen könnte ich jetzt auch. Kleines Mittagsschläfchen. Was essen und dann so ein Stündchen schlafen. Es leckt das wieder so ein bisschen immer mal so zwischendurch. Sie haben eine Nachricht erhalten ab Santa Paula, okay. Das ist mein Pferd. Ich muss ein. Ach, wie geile Musik. Alright, let's head to El Matadero and see what they know about Luisa. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there. But we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts. Not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Oh, bin ich dabei. El Matadero. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Easy. Easy now. All right, let's find this Carlos guy. Carlos. Jemand zu Hause? Oh Gott, hier hängen Schweine rum. Hallo. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. All right, let's find Luisa. Thank you.
komische Geräusche. Warte in Deckung auf das Ablenkungsmanöver. Hey, Jung. Ach, das war eine doppelläufige Schrotflinte. Seh dich. Hey, hola. Hola, ¿qué tal? No puedes estar aquí. Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? No lo voy a decir otra vez. No puedes estar aquí. Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tu cerdo. Váyanse al infierno, traidores. Well, I say we've waited long enough. Okay, keine Ahnung, was er denn gesagt hat. The entrance is down this way. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Cover me, damn it. Ich dachte, der ist tot. Jesus. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Oh. Da sind ja vielleicht viele. Warte. Gib mal in Deckung, Junge. Warum trifft er nicht? You animal, she sent the girl. What are you doing back there? Ich will nebenbei ein bisschen looten. Rennt doch mal nicht so schnell vorne weg. Ach, du machst das schon. Er macht das ja schon. Aua! Hör mal auf! Put your gun down, friend! Get behind the table, I'm gonna blow it. Bumm. Immer das, das macht irgendwie mehr Spaß. Es hat ein bisschen mehr Munition im Magazin. Ja Leute, ich habe auch Ausgaben. Das Geld muss auch wieder reinkommen. Oh, falsche Richtung. Stand back, damn it! Here goes. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wenn die direkt dahinter sitzt, ist sie jetzt Matsch. Aber wer bin ich denn schon, dass ich sowas... dass ich davon Ahnung habe. Hey, er hat sie. Come on, boy. Poor girl's barely alive. Let's get the hell out of here before any more of them show up. Okay. I need it more than you now.
Oh, hallo. Entschuldigung. Steuerung. Ah, dieses scheiß Schrotgewehr ist auch nicht so der Bringer. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Dann obi obi. Schmeiß sie aufs Pferd. Genau. Und dann lass uns in den Lass uns in den Sonnenuntergang reiten. Erwische ich den nicht? Den erwische ich. Erwische ich auch. Ich muss nicht immer wieder neu anvisieren. Wenn ich einmal drauf bleibe, dann bleibt er drauf. Dieses Pferd, warum drehst du dich nicht, Pferd? Danke. Oh, es ist eine Falle. I have a very, very bad feeling about this. I think it's a trap. Warte auf Carlos. Easy now. There he is. Talk about cutting it fine. Aber was war ein halbes Regiment ausgelöscht? Gracias a Dios. Sehr, sehr gerne. Thank you for saving me. You're a good man. Ja, kriege ich jetzt ein Küsschen? Was someone named Harvey Gasquale one of the men holding you? No, I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you Johnny's still in Mexico. Okay then. I guess we'll keep looking. Keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist mit meinem Rechner. Irgendwas hat sich gerade verabschiedet. Yay, speichern. Gut, meine lieben Leute. Echt, wir müssen dann da wieder hin und dann auch irgendwann mal da. Wir machen aber an der Stelle Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dann, ciao.